Augsburg mit dem späten Ausgleich, Mainz mit dem späten Ausgleich und Schalke mit dem späten Ausgleich. Kennt man ja irgendwie schon, ne? Das sind wir gewohnt, diese Saison. Die letzte Bundesliga-Review für diese Saison, der 17. Spieltag, ist vorbei und damit auch die Hinrunde. Ich bin Flo. Ich bin Benny, hallo. Und bevor wir starten, wir haben ein Gewinnspiel unter dem Video, das in der Videobeschreibung verlinkt ist. Könnt ihr unter anderem original diese OneFootball-Jacke gewinnen. Ja, hat gewaschen von mir noch. Genau. Ja. Eine Playstation und noch ganz viele andere coole Sachen. Checkt das aus. Und ansonsten starten wir jetzt mit dem 17. Spieltag. Borussia Mönchengladbach gegen den HSV. Ey, so schön Fußball habe ich von Gladbach lange nicht mehr gesehen. Ja, das erinnerte so an die ganz großen, kurz Lucien Favre raus und dann wie ist nochmal der glatzköpfige Trainer, den Gladbach da hatte? André Schubert rein. Plötzlich alles von alleine lief bei Borussia Mönchengladbach und man ganz neidisch war, wenn man nicht Gladbach-Fan war. Ja. Das war ganz schön anzusehen. Andererseits muss man auch sagen, es war nur gegen den HSV. Und das habe ich mir angewöhnt, wenn der HSV erwähnt wird, mache ich immer. Fakt ist, nach 12 torlosen Bundesligaspielen konnte André Hahn jetzt endlich wieder treffen und zwar gegen seinen Ex-Verein. Mensch! Er hat vorher noch Blumen bekommen und das war alles ganz schön und romantisch und dann bam. Wir gehen weiter zu Köln gegen Wolfsburg und man muss sagen, endlich! Halleluja. Endlich ein Happy End der Hinrunde. Köln hat gewonnen. Hättest du das gedacht? Nein. Also ich hätte es eigentlich schön gefunden, wenn sie jetzt das auch komplett durchgezogen haben. Jetzt ist das irgendwie so. Gerät ist in Vergessenheit, was sie alles geschafft haben in dieser Hinrunde. Ja. Aber mein Gott, endlich haben sie mal gewonnen, dann ist das Thema vorbei. Jetzt können sie sich darauf konzentrieren, wie man sich für die zweite Liga aufstellt. Oh Gott, Hilfe. Die Saison ruhig ausklingen lassen. Fakt ist, mit 18:8 Torschüssen in diesem Spiel, die jüngste Mannschaft der laufenden Saison ist aufgelaufen für Köln und zum 6. Mal in Serie ungeschlagen gegen die Wölfe. Das ist ein packender Hinrundenabschluss für den 1. FC Köln. Es ist schön, dass sie auch noch was zu jubeln haben, das stimmt. SV Werder Bremen gegen Mainz 05 und what the fuck. Also 90. plus 3 und dann schießt Fabian Frei sein erstes Bundesliga-Tor. Es war diese 90. plus 3, die ich glaube alle in Erinnerung geblieben sind, so auch bleiben wird von dieser Hinrunde, weil so ganz viel war ja nicht, was in Erinnerung bleibt, aber diese letzte Minute. Dieser Spieltag kann in Erinnerung bleiben als der Spieltag der Nachspielzeit. Ja, der große Nachspielzeit-Spiel. Man sagt jetzt auch, ein Spiel dauert 94 Minuten. Ja, auf jeden Fall. Nicht nur 90. Ja. Fakt ist, das 1:0 in der zweiten Minute war das schnellste Bremer Tor seit Mai 2013 und erstmals in dieser Saison konnte Bremen zweimal vor der Pause treffen. Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04 und ich kann mir vorstellen, dass du zu dem Spiel mehr zu sagen hast als ich. Ja, wieder mal Naldo. Ich habe nachher gesehen, es gibt ein Trikot mit Naldo, der Trikotnummer 90+4. Ich glaube, wird ein offizieller Antrag gestellt, ob das möglich ist, das zu machen. Ja, der ist zurzeit derjenige, der den Unterschied macht in den letzten Minuten. Was aber überraschend ist und tatsächlich ungewöhnlich für Schalke ist, dass die Mannschaft plötzlich Charakter zu haben scheint. Also kommt sehr oft zurück. Natürlich spielt sie nicht schön und manchmal auch desaströs, aber sie hat immer noch die Eier, um am Ende dann noch einen Punkt zu holen oder auch mal drei oder schon verloren geglaubte Spiele zu drehen. Fakt ist, zum ersten Mal, wir müssen ja auch Frankfurt ein bisschen loben, zum 11. Mal gelang Frankfurt in ihrer Bundesliga-Geschichte ein Tor in der ersten Minute und zum 11. Mal kassierte Schalke in der Bundesliga-Geschichte ein Tor in der ersten Minute. Ganz viele Einsen. Wir kommen zu den Kommentaren. Basler Kurve, BK ist wieder am Start. Überraschungsteam Hertha, sie gewinnen 3:0 gegen RB, die Tore macht Ivisevic. Fast. Also, Tipp war nicht schlecht. Ja, Spieler des Spiels Gregoritsch und Finn Bogason machen beide 2 Tore. Das ist auch ganz gut. Auch nicht schlecht, ja. Nicknack 98, der 1. FC Köln wird gegen Wolfsburg wieder eine Führung verspielen. Ist nicht passiert. Perfekt, um diese einmalige Hinrunde abzurunden. Die haben ihn jetzt wirklich einmalig abgerundet. Ja. Fabian Bayer, Überraschungsteam. Da dieses ganz schlechte Team Bayern, ja, wird Überraschungsteam auf jeden Fall gewesen sein. Mhm. Spieler des Spieltags wird ganz klar Marcel Schmelzer mit 20 Toren und er wird natürlich auch Nationalmannschaftskapitän. Der Mann, der gefällt mir. Der hat ein bisschen einen nebenherlaufen offensichtlich, aber sehr selbstbewusst, sehr schön. Ja. Leon Meinecke schreibt Spieler des Spieltags Raphael von Gladbach, der Hamburg mit einem Doppelpunkt aus dem Stadion fegt. Alter, wie krass, was für Fortune-Teller haben wir denn hier? Ja. Überraschungsteam Hannover mit einem hohen Sieg gegen Leverkusen. War auch nicht aber lief sah zeitweise ja auch nicht so aus, als wäre das auch nicht verkehrt gewesen, ja. Ja. Christian Neuendorf, ich wünsche mir endlich den ersten Saisonsieg für die Kölner. Bitteschön, da ich mir sonst aus lauter Frust und Trauer einen Rückblick nicht angucken kann. Die Überraschungsmannschaft meiner Meinung nach wird aber Hertha, die ein glückliches 2:0 gegen RB Leipzig spielen. Und Spieler des Spieltags wird Thomas Müller mit einem Doppelpack
gegen Stuttgart. Auch nicht ganz verkehrt. Echt nicht schlecht, dass Scholli. Die alle tippen. Tobi TV, Spieler des Spieltags mit Selke, da er Fanbrille 45 Tore gegen seinen Ex-Verein schießt, zweimal netzen wird und seine Stürmerqualitäten unter Beweis stellt. Was seid ihr alles für krasse Freaks? Könnt ihr die Lottozahlen nochmal drunter schreiben? Ja, bitte. Schreibt mal bitte alle die Lottozahlen unter dieses Video. Zudem wird Hannover 96 die Überraschungsmannschaft, da diese mit 3:1 gegen Bayer Leverkusen gewinnen wird. War ja auch zeitweise. Ja, und Sean Sweeney schreibt, ihr braucht Ansteckmikrofone. Ja, gut, klar. Wir brauchen noch viel mehr. Weltfrieden, lecker Frühstück. Gibt so viele Sachen, die man braucht. Apropos lecker Frühstück, ich weiß nicht. Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß nicht. In Freiburg gibt es anscheinend, glaube ich, auch ganz leckeres Frühstück. Müsli bestimmt. Ja. Die haben auf jeden Fall gut gefrühstückt. Ja, gut gefrühstückt. Und auch der FC Augsburg hat gut gefrühstückt, denn was war das für eine Partie? FC Augsburg gegen SC Freiburg. Ich muss sagen, das ist vielleicht eine der wenigen Partien, die ich jetzt nicht so richtig verfolgt habe. Aber Freiburg gefällt mir auch ganz gut. Ne? Also die haben auch, kommen auch immer wieder zurück. Immer gut für einen Husarenritt. Ja, auf jeden Fall. Und dann eben Pedersen halt. Ne? Pedersen. Was der Typ genommen hat vor der Saison, weiß ich auch nicht. Hätte ich niemals mit gerechnet, dass der so durchstartet. Ja, ich meine, er ist in seiner Rolle als Edeljoker, das ist, glaube ich, ganz gut zurechtgefunden. Beweist mittlerweile, dass er auch mal von vorne rein spielen kann. Und er trifft und trifft und trifft und ist halt ein guter Stürmer. Und FC Augsburg hat ihren Finn Bogason. Ein toller Spieler. Ich meine, Isländer, was ihn von Grund auf sympathisch macht. Richtig. Er hat einen super Namen. Viele denken, er heißt Finn mit Vornamen und Bogason mit Nachnamen. Aber das ist der Nachname und er ist eine eiskalte Sau. Fakt ist, Pedersen ist der erste Bundesligaspieler mit 6 Toren. 6 Toren in der englischen Woche. Oh, gute Woche von ihm. Ja. Und zum ersten Mal für ihn 3 Treffer in aufeinanderfolgenden Spielen. VfB gegen FCB und ich wüsste nicht, welches Spiel ich sonst nehmen würde. Ein Tor ist gefallen, ich glaube die wenigsten am ganzen Spieltag. Mit Köln zusammen. Ja, weil es zu erwarten war und weil man über dieses Spiel eigentlich auch wenig anderes sagen kann, gibt es den Cleanie der Woche für VfB gegen FCB. Fakt ist allerdings, als einziger Club der Bundesliga hat der VfB jetzt 4 Spiele hintereinander nur einmal unentschieden gespielt. Das heißt, ein Punkt aus vier Spielen. Okay. Das ist die schlechteste Bilanz der aktuellen Bundesligisten, auch ohne Tor. Der nächste, BVB gegen die TSG aus Hoffenheim. Und Stöger kann die Dortmunder doch noch motivieren. Ist das nicht toll, wie er das hingekriegt hat innerhalb von einer Woche? Da hat sich die komplette Mannschaft ausgetauscht. Die spielen jetzt einfach nur noch eiskalt Defensivfußball, hoffen auf ein Tor. Ist das auch in der letzten Minute gefallen? Vermutlich schon. So sehr, sehr spät. Aber ein schönes Tor von Pulisic. Dieser eingesprungene, wie so ein Rehkitz, über die Weide gehüpft und dann immer den Ball hochgehüpft und nochmal und dann reingehauen. Geiler Spieler. Ich glaube, das war nur ein kleines Leuchtfeuer. Die grundlegenden Probleme von Borussia Dortmund, die sind noch lange nicht gelöst. Ja, Julian Nagelsmann, der große Heilsbringer des deutschen Fußballs, wird ein bisschen entzaubert. Es soll ja den lustigen Dialog gegeben haben von Peter Stöger, dass er zu Nagelsmann gesagt hat, setz ihn nicht auf die falsche Bank. Die Hoffenheim-Truppe, nachdem sie letzte Saison alles durch die Gegend gebombt haben, sind so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen angekommen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut für Nagelsmann selber. Ja, der kann jetzt mal ein bisschen runterkommen. Genau. Also ich glaube, er selber befeuert den Hype ja gar nicht so, aber es ist gut, dass er auch mal weiß, wie es ist, wenn es mal so mittelmäßig bis schlecht läuft. Fakt ist allerdings, trotz Führung verspielte die TSG aus Hoffenheim zum 6. Mal in dieser Saison die 3 Punkte. Hannover 96 gegen Bayer Leverkusen und ich habe mir, das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, wow. Ja. Alter, was für ein Spiel. Fußball ohne Abwehrreihen, glaube ich, ne? Da war ja jeder Schuss drin. Die lustige Situation war, dass Leverkusen immer bei Führung waren sie Tabellenzweiter, bei Rückstand waren sie Tabellensiebter oder so. Die sind quasi von oben nach unten gehüpft innerhalb eines Spiels. Das war eine wilde Fahrt. Und wieder mal, ich glaube, das letzte Mal, als ich hier saß, auch mit dir, Leon Bailly ist Rakete, der Mann. Es ist sowieso beeindruckend, mit was für einer Konstanz sich Bayer Leverkusen immer so No-Names irgendwo herfischt aus irgendwelchen Ligen. Und die dann groß machen, dann gehen die woanders hin und werden Megastars. Und ich glaube, das ist so einer, der auf jeden Fall mal irgendwann mal Premier League mindestens, wenn nicht sogar in Spanien auf der Außenbahn rumwirbeln wird. Also fantastischer Spieler. Schön auch im Anschluss an das Spiel hat die hannoveranische Mannschaft nochmal im Banner hochgehalten, dass sie jetzt in Zukunft gerne von einem ganzen Stadion supportet werden wollen. Und das nicht verstehen, dass die Ultras da jetzt immer noch so böse sind auf Martin Kind. Ich glaube, da ist auch neben dem Platz so viel los, dass Hannover eigentlich mit der Hinrunde auch relativ zufrieden sein kann. Auf jeden Fall. Fakt ist, mit keinem Team teilte Hannover öfter die Punkte als gegen Bayer Leverkusen. 18 Spiele, 10 Unentschieden.
So, und wir kommen zum vielleicht schönsten Spiel, der Abschluss der Hinrunde, für mich zumindest. Ich habe gedacht, es wird ein lockeres 4-0 für Leipzig, weil, ehrlich gesagt, Leipzig gegen Hertha und im eigenen Stadion Leipzig gut bis sehr gut und Hertha auswärts einfach so. Vor allem zu 10 gespielt ja fast 90 Minuten, ne? Wobei ich sage, es war kein Foul und keine rote Karte. Er sah ein bisschen blöd aus. War das mit Videobeweis? Es war ohne Videobeweis. Ja. Der dachte einfach sich, okay, brauche ich nicht. Ja, aber Davy Selke, Wappen geküsst. Das, gegen seinen Ex-Verein, dem er ja alles ordentlich zu verdanken hat. Ja. Ja, aber schön. Herzlichen Glückwunsch, Hertha WSC. Keiner mit gerechnet, dass die Leipzig schlagen, gebe ich zu. Ey, also so eine motivierte und kämpferische Hertha habe ich lange nicht mehr gesehen. Du wirkst auch ganz euphorisch. Fakt ist, erstmals 2017 konnte Hertha 2 Spiele hintereinander gewinnen. Ja. Das ist auch mal schön. Und RB ist jetzt allerdings 6 Spiele hintereinander ohne Sieg. Das ist historischer Vereins-Negativrekord. Hasenhüttl raus. Hasenhüttl raus. Auf jeden Fall raus. Ja, die ganzen, alle Spieler verkaufen. Nico Hertzsch kommt zurück. Und nochmal 80 Millionen in die Hand nehmen, um die Salzburger Truppe zu einfach wieder zurück in die 10. Liga oder genau, was? Genau, einfach wieder. Das wäre doch mal ein schönes Statement. Wenn man jetzt mal die Meisterschaft rauslässt, die ist sowieso Bayern München, ist eine wunderbare Liga dieses Jahr. Ich glaube, zwischen Platz 2 und Platz 9 oder 10 liegen, glaube ich, 4 Punkte. Ja. Jeder kann halt mit einem guten Spiel plötzlich Dritter sein. Jeder kann noch in die Champions League. Sogar Hertha, glaube ich, wenn ich nicht richtig falsch bin. Hertha ist jetzt 4 Punkte hinterm dritten Platz. So. Ne, mit zweimal Davy Selke noch in so einer Form, dann plötzlich spielt die Champions League. Und international hat das ja für Berlin in den letzten Jahren immer richtig klasse ausgesehen. So, wir sind beim Ende. Nein, also, wie gesagt, die Liga ist eng und es macht wirklich Spaß, die zuzugucken. Ja. Weil auch jede Mannschaft irgendwie ihren Teil beiträgt und nicht einfach nur, okay, sagen wir mal, Köln ist jetzt ein bisschen da rausgenommen. Aber jede Mannschaft kann irgendwie jede Mannschaft schlagen und das finde ich... Ja, Köln war jetzt für die Slapstick zuständig. Bayern hatte seine Phase, wo dann plötzlich Carlo Ancelotti gefeuert wurde. In Dortmund war viel los. Also ich fand, das war eine richtig runde Hinrunde. Das war eine schöne Hinrunde und wir freuen uns, glaube ich, kann ich für dich auch mitreden, sehr auf die Rückrunde. Wir freuen uns erstens auf die Winterpause, auf den DFB-Pokal, der ja diese Woche auch noch ist. Den habe ich komplett vergessen. Den Transfermarkt, weil der dann noch kommt. Transfermarkt, ach, ich freue mich auf so viele Sachen und natürlich dann auch die Rückrunde, die dann wann anfängt? Ich glaube am 12. Januar oder 14. Januar. Ist ja gar nicht so weit hin. Oder Februar? Denn Januar wäre schon reichlich früh, ne? Ja, doch Januar. Ja? Ich glaube schon. Ja. 12. Januar geht's wieder los. Wenn nicht, er hat gesagt, es stimmt. Ich sage, es stimmt. Ansonsten, wenn du nichts mehr zu sagen hast, nö, dann will ich von euch noch wissen, wer war der Spieler der Hinrunde und welches war das Überraschungsteam der Hinrunde? Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten irgendwas, weil... 2018 dann. Ja, und nicht unbedingt, aber beim nächsten Video, denn die Vorberichte kann es ja jetzt nicht mehr geben erstmal, ne? Ja. Transfer-Spezial, ab Freitag. Wie er gerade seinen Job rechtfertigt, ne? Ihm ist gerade eingefallen, dass er gar nicht mehr gebraucht wird. Ich brauche irgendwas, um noch was zu machen. Ach ja, Transfer-Spezial, das können wir ja machen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall und bis dahin, guten Rutsch und so weiter. Bis dann. Tschüss. Ich habe jetzt 50 Mal bis dann gesagt, aber ist ja egal. Bis dann. Vielen Dank, Benni. Ja, gerne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.